Boah, jetzt geht mein Puls gerade hoch. Nee, ich hab Ruhepuls. Doch, da kommt jetzt gleich ein Jumpscare. Bereite dich auf einen Jumpscare vor. Wow! Mach das, beende das. Wo ist denn diese Seance-Idiotin? Ey, ich hab Angst, dass hier gleich noch irgendwas... Der schrecklichste Horrorfilm aller Zeiten, laut einer wissenschaftlichen Studie, ist Host. Kurz und knackig, aber anscheinend sehr, sehr böse. Und wir sind natürlich gespannt, ob unser Herzschlag komplett aus dem Ruder läuft. Jetzt. Let's go! Life's like a movie. Life's camera. Action. Let's go! Das Spannende an diesem Film ist, er ist extrem kurz, 57 Minuten lang, und wird eins zu eins im Prinzip die Geschichte auch so erzählen, wie sie passiert. In genau. Echtzeit, genau. Er heißt Host und bezieht sich auf eine Situation in einem Chatroom, den kennen wir mittlerweile alle. Wir kommunizieren sehr viel mittlerweile digital. Auf jeden Fall wurde er während der Pandemie aufgenommen. Es befinden sich mehrere Leute in einem Zoom-Call und machen eine sogenannte Seance. Also ich muss sagen, die Kürze des Films motiviert mich schon. Ja, aber in der Kürze liegt ja auch manchmal... Die Würze. Das hast du so wunderschön gesagt. Ja. Rob Savage ist der Mensch, der diesen Film umgesetzt hat, der danach unter anderem einen Film gedreht hat, den wir auch schon gesehen haben, The Boogeyman. Der war auch fantastisch. Ja, vielen Dank nochmal, Rob Savage. Ich schicke dir vielleicht nochmal eine Weihnachtskarte als Dank für all diesen Horror, den du mir bereitet hast. Und wir sind gespannt, freuen uns wie immer gar nicht und los geht's. Film ab. Hey! Hi, guys! Hey, Tina! Hi, Caroline! Hi, Teddy! Ich denke die ganze Zeit, von den 57 Minuten haben wir gleich schon 10 und die waren okay. Aber schon wieder echt smart, ne? Weil du die alle so kennenlernst und alle sympathisch findest und merkst, wie die so als Freunde funktionieren. Ich habe so ein bisschen die böse Vorahnung, dass ich mich danach nie wieder trauen werde, in einen Videocall zu gehen. Aber hey, dann können wir uns halt nur noch live treffen. Ja, das ist so, so viel schöner. Have you ever done anything like this before? I've never done this over Zoom. Also ich muss ganz ehrlich sagen, das Fiese an diesem Film ist, dass er dich so einlullt am Anfang. Ne? Also wenn mich jemand mal einlädt und sagt so, ey, wollen wir heute statt Mensch ärgere dich nicht eine Seance machen? Nein. Nein. Ich glaube, das super Fiese ist, dass dieses Szenario halt jetzt in was, 5, 6 verschiedenen Schlafzimmern zu Hause gespielt hat, wie... Das eigene und dass ich habe schon immer gesagt, Zoom-Calls sind doof. We invite you to use us to pass on any communication. Is there anyone there? Boah, das, jetzt geht mein Puls gerade hoch. Nee, ich habe Ruhepuls. Also hätte ich lange Haare, wären die total zerzaust und verdreht und ausgerissen, glaube ich. What was that? Ich habe keinen Ruhepuls mehr. I heard it. I heard something. I think there's something here. Oh. Und dann geht's halt los. Ja, hinter ihr ist schon wieder eine Tür. Das regt mich auf. Türklinke. Nee, die Türklinke. Wahnsinn, mit wie wenig man so viel erreichen kann. Also das muss man ja wirklich sagen. Ne? Also der Film spielt ja wirklich nur mit deinem Kopf. Man sieht ja nicht viel, aber man sieht zu viel, um wegzugucken. Emma, turn the filters off. Come on. Doch, da kommt jetzt gleich ein Jumpscare. Bereite dich auf einen Jumpscare vor. Diese Angst, die sie spielen und diese Hilflosigkeit. Und vor allen Dingen, was ich so makaber finde, ist, die Chefin, ne, die Seance-Chefin, ich habe ihren Namen schon wieder vergessen. Dass sie einfach weg. Die ist einfach weg. Mach das, beende das. Wo ist denn diese Seance-Idiotin? Wo ist denn die Olle? Wo ist diese Olle? Du denkst ja, du hast jemanden, der dir irgendwie die helfende Hand reicht und sagst so, ey, break the circle und dann ist alles gut. Aber sie sagt so, nee, selber schuld. Wo ist diese Olle? Vielleicht ist das, das ihr Geschäftsmodell. Was denn? Welches Geschäftsmodell? Sie ruft nur die Geister und dann geht sie. Weil sie da auch keinen Bock hat. Ja, sie hat da nämlich auch keinen Bock auf. Ah, dann lässt sie die alle umbringen und plündert die Plündert die Wohnung, verkauft alles. Clever. Normalerweise sitzen wir hier und man muss sich auf eine Szene konzentrieren. Da ist vielleicht eine Kühlschranktür, die geht zu und wir wissen genau, das Viech steht dahinter. So. Und jetzt hatten wir aber 6 Bildschirme und du wusstest nie, auf welchem passiert als nächstes was. Und ich sag's, wie es ist mir zu viel. Mach doch auf! Oh, das, ey, Gewalt ist keine Lösung. In diesem Falle schon, Herr Gätsch.
Emma. Hey, das ist alles, wovor ich Angst habe, wenn ich allein zu Hause bin in einem Video. Bettina! 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 Wir haben ja übermorgen wieder Kino- oder Couch-Zoom-Meeting. Ich sag dir was, ich werde nicht dabei sein. Kannst du knicken, kannst du ohne mich machen, Steve. Ich komm einfach bei dir vorbei, bei euch. Die große Frage bleibt natürlich, stimmen wir der Wissenschaft zu? Ist es der gruseligste Horrorfilm aller Zeiten, Host? Oh, ist das mies, ey. Das ist... Wie brutal ist das bitte? Ich bin ja kein Horrorfilm-Fan, ja. Nummer eins. Ja. Nummer zwei, gären die bei mir noch. Aber irgendwas muss dann noch mit dieser Seance-Tante passieren. Ey, ich habe Angst, dass hier gleich noch irgendwas... Ich kann diese Frage vermutlich auch nach den nächsten drei Nächten alleine zu Hause beantworten, weil das ist ja bei mir immer so ein bisschen dann die Gretchenfrage, ob ich abends einschlafen kann oder nicht. Aber die Gretchenfrage. Die Gretchenfrage, das hast du schön gesagt. Du bist aber auch ein Meister der Wortspiele. Jetzt kommt der Mann. Nein! Nein, Steven, es ist ernst. Hör auf. Jetzt blitzt es. Meine Güte. Was haltet ihr von diesem Film? Ist er für euch laut Wissenschaft der gruseligste Horrorfilm aller Zeiten? Ja oder nein? Schreibt es bitte in die Kommentare. Auf jeden Fall ist es der kürzeste mit 57 Minuten. Und das finde ich eine beachtliche Sache, dass man in so kurzer Zeit sich so oft in die Hose machen kann. Also betätigt die Glocke, denkt dran, abonniert unseren Kanal. Und ich würde mich freuen, wenn wir montags mal was anderes machen könnten. Ja, ich mich auch, ganz ja, ehrlich. Super. Mit richtigem Frühstück und schönem Film und Glücksbärchen. Ey, meine Hand bewegt sich von selber. Tschüss.